Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Graceth. Eiszapfen. In der letzten Folge sind wir auf Fodra gelandet, um ein Heilmittel für Sophie zu finden. Ja, anscheinend wurde Fodra durch irgendetwas voll mitgenommen. Hier liegt was. Traum. Aber Trauben gibt es, okay. Wir haben eine schwebende Stadt, Fragezeichen, gesehen, die wir von hier aus nicht sehen können. Und ja, wir schauen uns ein bisschen hier auf Fodraum noch, würde ich sagen. Und ich freue mich schon, dass wir jetzt hier sind, weil hier kommt meine absolute Lieblingskampfmusik. Bams! Die aber irgendwie voll leise ist. Ich weiß nicht, warum die so leise ist. Hört sich irgendwie an wie irgendwas aus Fairy Tail. Wen das irgendwas sagt. Und vielleicht die Musik hier hochstellen. Weil ich mich die Musik unbedingt hören. Bams. Ach ja, und den ehrbietigen Titel hat irgendwie nicht Xavier, sondern Pascal bekommen. Warum auch immer. Boah. Okay. Okay, jetzt ist die Musik hier auch ein bisschen laut, aber egal. Ja, wir müssen nach rechts, so wie es aussah, ein geheimer Samen. Aber kennt mich ja, ich gehe erstmal überall anders hin. Vor allem, ne, ich glaube links muss man sogar. Egal. Ne, ich glaube, wir müssen nach links. Also muss ich jetzt nach rechts. Ich bin mir nicht sicher, egal. Bams. Weiche aus. Entschuldigt jetzt, dass ich vielleicht nicht jeden Kampf hier ausweiche, aber ich liebe diese Musik einfach. Ich glaube, das ist sogar mein absolutes Lieblingslied im gesamten Spiel. Da möchte ich auch so oft wie möglich hören. Bams. So. Guck mal, was hier ist. Da ist auch hoffentlich ein Skit. Verdammt. Außer als vorhin, das muss die falsche Richtung sein. Ich glaube, nach links müssen wir, also müssen wir nach rechts. Das macht Sinn, ne? Ich bin mir jetzt auch nicht so sicher. Ne, nach links müssen wir, okay. Wir müssen nach rechts. Das macht Sinn. Na, ich guck mal. Obwohl, ne. Ist er kein. So, unsere neuen Waffen, die Rüstung, die bringt es, glaube ich, voll. Die Gegner haben irgendwie gar keinen Chance. Ich habe schon fast versucht, den Schwierigkeitsgrad noch ein bisschen höher zu stellen. Ey, dann wollte ich. Aber ich sag das immer und dann greift mich irgendwie ein, zwei Viecher an und ich bin irgendwie tot. Aber irgendwie kann ich mir das, glaube ich, leisten, den Schwierigkeitsgrad ein bisschen höher zu stellen. Achso. Wie dein Waffe funktioniert. Oh, ich habe schon irgendwie so einen Plan. Bams. So. Böser. Die Gegner sind irgendwie verdammt schwach. Catching. Je höher der Schwierigkeitsgrad eingestellt ist, desto mehr Erfahrungspunkte kriegen wir. Macht Sinn. Sollte allgemein in vielen Spielen so sein. Aber. Aber. Ja, boah, ich liebe dieses Lied. Ah, komm schon, Falk. Okay, 3200. Zauberschal. Weißt du was? Lass mal den Schwierigkeitsgrad auf. Schwer. Da ich ja sehr viele Kämpfe ja bestreiten werde. Ja. Ist jetzt schon vom Vorteil, wenn wir weniger längere Kämpfe hier. Oh, Standhaftigkeit. Absolvieren, deswegen, ja, komm ruhig. Zack. Schwierigkeitsgrad kleiner stellen. Oh, ich liebe diesen Angriff. Der ist so mächtig. Ich sage, wenn die Teal auch auf Meister hochgelevelt sind,
Also, wenn ich einen Meistertitel dafür bekomme, werde ich aufhören, die zu spammen. Auf Pascal könnte ich das schon machen. Sie hat schon fast jeden Titel auf Meister. Ich sage das immer so komisch, den Titel auf Meister. Und eigentlich meine ich ja den Titel für diesen Angriff. Oh, Turbo. Dafür den Meistertitel bekommen. So meine ich das immer. Geheime Festung. Und kein Skit, okay. Warum auch nicht? Okay, ich habe schon so einen Verdacht, wieso nicht, aber... Abfall. Sogar hier in Fodra liegt überall Abfall rum. Ich fasse einfach nicht. War bestimmt du, deswegen habe ich dich kaputt. Dein Kollegen auch. Hab ich dir eine Fresse. Und dein Freund auch. Aber was, dass die Kämpfe so schnell vorbei sind. Ehrlich, die Kämpfe in Dingens in Ruinen waren irgendwie schwieriger. Was ist hier eigentlich los? Da liegt sagen, weil ich den ganzen starken Angriff hier die ganze Zeit spam. So, Feuer. Nicht Feuer! Spinnen! Und schaffe reicht es an. Den hat man doch nicht. Wie sieht es mit Pascal und Sophie aus? Okay. Geht immer noch nicht alle bekämpfen, aber müssen wir den ganzen Planeten hier. Da müssen wir nicht hin. Dafür kriegst du jetzt eins aufs Maul. Warum? Was habe ich getan? Und so entstehen Morde. Bams. Bam. Bam. Okay. Langsam können wir auch locker diese 4 A-Arts einsetzen. Aber jetzt alle schon so im Schnitt 10 CP, nee, nicht CP, so heißt es eben. Englischen SK haben. Jo, jeder bis auf Hubert hat schon 10 SK. Das heißt, wir können jetzt schon locker diese 4 Angriffe mit X auslösen. Das ist gut. So, jetzt gehen wir nochmal extra zum Shuttle, damit ich den Elf Mixer hochladen kann. Aufladen. Oh, irgendwie so ein Gesprächsakrobat, ne? So, Ausrüstung da. Tun wir extra hier aufladen, weil wir mal ein Gasthaus, wo wir uns ausruhen können. Tun wir es mal ausruhen. Vielleicht gibt es einen Skit. Ich glaube zwar nicht, aber man weiß ja nie. Hasst mich nicht dafür, dass ich neugierig bin. Okay, nicht. Doch, hasst mich jetzt. Schlagt mich. Via Internet. Das geht wahrscheinlich irgendwann mal. So, gegen dich habe ich schon gekämpft. Gegen deinen Freund auch. So, ab hier kann ich wieder kämpfen. Nein, sehe ich schon. Da liegt wieder was. Das ist eine Truhe. Heiliger Trank habe ich schon. Füge ich eins aufs Maul. Warum? Sinnlose Mordversuche. Damn! Scheiße, ich treffe damit nichts. Ich treffe damit nichts. Ja. Flinkfuß verbessert, gut. Wo ich das nie einsetzen werde. Oh, eine Traube, geil, weg damit. Okay. Nein, ist das Ding. Kein Ende in Sicht. No signs of intelligent life. Nothing but some weird monsters. What happened here? Hey Sophie, Pascal says that distant ball in the sky might be our world. Isn't that amazing? Ich sterbe gleich. Sophie? Asbel, Sophie isn't responding. Hey. Hey Sophie. Let me see her. Okay, she's fine. You two can chill now. Really? I mean, right. Of course she is. But if we don't hurry, she'll keep getting worse. Damn it. Why? I don't know. Don't ask me. I promise we're going to save you, Sophie. Just hold on for a little longer.
Ja, wir schaffen das schon. Wir sind schon kurz davor. Zur schwebenden Stadt. Okay. Also ich wäre jetzt, wenn ich da reingegangen wäre, erstmal ungefähr so da reingegangen. Was ist das? Thedos Astur, die ausgelöschte Stadt. Hey, auch kein Leben. Wunderbar. Looks like this really is a city. Or at least it used to be. What a mess. Do you think we'll find anyone here? Nein. This place looks as empty as everything else we've seen here. Ach, Mann. Hey, there's somebody on the floor. Ein Toter wahrscheinlich, Pascal. Entschuldigung, auch noch, muss ich jetzt so viel schleppen? No, but the resemblance is uncanny. What did you do? I don't know. I just touched her and then poof. Ich sehe jetzt gerade erst, wie awesome die ganzen Waffen aussehen. Stop, wait, don't go. Bleib hier, wir wollen dir nicht wehtun, verdammt. Come on, let's find them and start asking questions. Okay, erstmal suchen und dann Fragen stellen. Okay. Das macht Sinn. Gasthaus. Ah, hier gibt es auch Anfragen. Weiß man nicht wieso, aber okay. Wir geben einfach mal die Dinger ab. Ei. Ich glaube, hier gibt es nichts Neues, ne? Nein! Warte mal, habe ich von irgendwas zwei? Mit der Tunika. Weiter ausgerüstet, hallo? Okay, okay, egal. Einfach nur dumm. So, dann FP mäßig Bank-KP, da braucht kein Schwein. Hast du hier Todessumpfmeister, Todesschnitzel, Kreisverteidigung gut, physische Verteidigung gut, Ausweichen kann auch gut sein, ja. Immer auch noch viel Kreisverteidigung, Kreisverteidigung, Kreisverteidigung. Spürsinn, ja, das ist auch gut. So ein aufladbarer Angriff, so wie Demon Fang von Aspel. So. Dann, es geht zusammenbleiben. This is a disquieting place. I hope it's really where we need to be. Come on, let's chase that person we saw earlier. Maybe we should split up. That sounds reasonable, but splitting up may cause additional problems. No. We need to stick together. We have no idea what lies ahead of us. I agree. And we should all be together to protect Sophie as well. Genau. Jubert hat wenigstens Prioritäten. Entdeckung! Tempus Asternus. Der Geist schläft in der Maschine. What is this? It appears to be moving. A clock? Maybe not. Actually, the Overseer used to have something like this. Its presence suggests that a great many people did inhabit this location at one time. And now it's all lonely and stuff. Machines were built for humans to use. So now this one has no purpose. It's totally sad. I'd expect you to say that. I wouldn't go so far as to say machines have souls, but still. Your sentiment does have a point. Ja. Sie ist tiefgründig. Wer hätte das gedacht? Pascal ist intelligent. Wer hätte das gedacht? So, der ist hierhin gelaufen, der oder die. Im Lagerhaus. Hier habe ich Heimvorteil. Das muss jetzt niemand verstehen, der mich nicht privat kennt. Was ist das? Riesenwanne. Natto. Nach allen Jahren noch immer widerlich. Was? What is that smell? Disgusting. Something must be rotting. I'll never get this out of my clothes. Ooh, yum. Somebody's fermenting soybeans. Soybeans? Why? You can make all kinds of goodies out of soybeans if you vary the fermentation level. Fermentation level? Yeah, it's a lot easier than you think it is. All it really boils down to is the amount of time you spend fermenting them. So are you saying these soybeans are going to become something else?
Maybe we should try some and see. Pascal, how can you tolerate this smell without holding your nose? I like this smell. How could... Da ist er gestorben. Unser Glaskrieger Hubert. Oh. Na gut, 15 Minuten haben wir erreicht. Das reicht schon. Hier können wir... Okay, hier passiert nichts. Gut, dann guck ich mal, ob wir mit dem Natto irgendwas herstellen können, so kochenmäßig. Oder allgemein. Und dann... Ja, weiß ich nicht. War's das schon wieder. Mehr müssen wir ja nicht tun. So, Natto und Natto-Reis. So, Natto-Reis, Natto-Röllchen. Verdammt, kann ich mal sagen. Die Evolutionstheorie, okay. Das ist wie ein Death Note irgendwie. Scharfer Eiszahn, weißer Ring oder Schicksalswürfel. Sind die Würfel auf Fate oder was? So, was können wir hier noch? Einen schwarzen Ring können wir erstellen. Bams. Und einen magischen Spiegel können wir erstellen. Ich weiß, ob ich irgendwie die Sachen davor schon irgendwie brauche, aber egal. So, ein Gletschersturz. Kristall. Na, komm schon. Und wir tun nochmal eine Evolutionstheorie erstellen. Und Neptuns Route. Aber irgendwie sinnlos was zusammenballern. Eiseskälte. So, haben wir einfach sinnlos irgendwas hergestellt, egal. Dann würde ich sagen, wir beenden den Part hier und ich sehe euch in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Grace F. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss.